Hallo ihr Lieben. Ja, als erstes muss ich mich bei euch entschuldigen für die Qualität von der Kamera da oben. Ja, die alte wollte wieder nicht und jetzt habe ich eine ganz alte noch gefunden von meinem Mann. Und bevor ich jetzt losfahre und eine neue Kamera kaufe, wollte ich das zumindest mal ausprobieren. Da oben, die hält nämlich. Da brauche ich mir keine neue Konstruktion einfallen zu lassen. Und ihr schreibt mir bitte mal unten in die Kommentare, wie schlimm das ist mit diesem Bild hier. Wenn das nicht ganz so schlimm ist, dann behalte ich das erstmal bei. Ansonsten, ja, muss ich mir noch mal was überlegen. Genau, so. Ich habe hier natürlich meinen Adventskalender und das hier ist mein Tausch-Adventskalender mit Miss Fruchteis. Und keine Angst, das ist nicht alles. Wie ihr seht, ist das hier die Anleitung. Genau. Und ich habe hier den von Plotter Marie, also von Tante Plot. Nee, nicht Quatsch. Ach, jetzt komme ich aber komplett durcheinander. Plotter Marie, den IKEA. Und ja, hatte ich euch nicht gezeigt bei der Vorstellung. Den Rotbäckchen, den hole ich mir jedes Jahr, weil der Saft einfach toll ist. Genau, und hier ist übrigens Klassik. Klassik drin dieses Jahr. Ich fange mal an mit dem IKEA Adventskalender. Und guck mal, hier ist Türchen Nummer 1. Ich habe auch die App schon wieder aufgemacht, dass wir uns gleich das Fensterchen angucken können, wenn ein Fensterchen da wäre. Okay, wir gucken uns die Schokolade an und dann gucken wir mal draußen. Vielleicht muss man jetzt immer von draußen auf die Türen gehen. Wir gucken gleich. Hier haben wir weiß und dunkel und okay. Mit irgendeiner, also Entschuldigung, mit irgendeiner Füllung. Ihr könnt es eh nicht so gut sehen. Mit irgendeiner Füllung. Schmeckt gut, aber ja, so. Geht los. Wir gucken mal, ob man hier irgendwas entdeckt. Irgendwo drauf tippen vielleicht. Okay, da rieselt der Schnee. Das seht ihr jetzt nicht. Muss ich mal ein bisschen höher. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht. Komme ich nämlich auf die Tastatur. Also da rieselt der Schnee. Hallo? Das ist wieder so typisch. Jetzt funktioniert es nicht. Ich klebe mal so rum. Vielleicht klappt es jetzt. Also gerade, wo ich mit der Kamera drauf war, rieselte in dem Fenster der Schnee. Gehen wir mal zurück. Fangen wir mal an. Ah ja, jetzt rieselt der Schnee. Das seht ihr sogar, sehr schön. Bei den anderen Sachen. Da, ah je, okay, der hupft nach oben und verschwindet. Also wenn das alles ist, aha, okay, bei dem Sessel tut sich auch was. Okay, bei dem Weihnachtsbaum, da fangen die Lichter an zu glitzern. Also anscheinend braucht er ein bisschen länger, um das zu erkennen. Ist auch zu dunkel. Schade, ich dachte, der Zug, der fährt jetzt hier rüber. Das wäre natürlich witzig gewesen, aber. Ja, also wenn das alles ist dieses Jahr, dann bin ich ganz schön enttäuscht von dem Kalender. Was mich vor allem sehr verwundert ist, dass hier in der Tür jetzt gar nichts drin ist. Ja, nichts drin. Vielleicht ist das nur heute so, das hoffen wir mal. Sonst wäre das echt schade. Na gut. So, hier kommt einmal so, und dann mache ich den von Plotter Marie auf und dazu mache ich euch mal kurz den Bildschirm an. Und zwar, zack, habe ich hier schon mal das Türchen aufgemacht und hier ist, das ist diese Adventskalendergruppe, wo man nur reinkommt, wenn man den Kalender gekauft hat und ja, wenn man dann auch bestimmte
Sachen halt, also wenn man diesen Code halt auch hat von der Bestellnummer und so weiter, sonst kommt ihr da nicht rein. Genau, das ist die Gruppe, aber die mache ich gerade noch mal aus und mache jetzt erstmal das Türchen auf. Da sind nämlich immer Beschreibungen. Ja, die Tüten werde ich leider nicht heile, ganz heile aufkriegen. Oh ja, es geht. Man könnte es wieder zukriegen. So, und hier drin haben wir eine weiße Folie. Und anhand der Hinterseite würde ich behaupten, das ist auf jeden Fall Vinyl. Und so wie die alles Mögliche anzieht, könnte das eventuell eine bedruckbare Folie sein. Also entweder ist es einfach nur weiße Vinylfolie oder diese bedruckbare, die man. Ich gucke aber nochmal sicherheitshalber, ob ich mich nicht geirrt habe, was die Folie an sich, aber doch, die ist so dick und so Dings, das müsste Vinyl sein. Ich habe letztens mir gerade welche gekauft, die ich mir selbst bedrucken kann und wo man dann Sticker halt mitmachen kann. Jawohl, ist auf jeden Fall Vinyl. Also der Träger klebt nicht, aber die Folie an sich klebt, dann ist es Vinyl. Ja, und dann gucken wir mal in die Gruppe. Und zwar, ah, ihr könnt das nicht so gut sehen. Also auf jeden Fall öffnet sich jetzt das Türchen Nummer 1. Nehmt euch ein Kistchen, packt in Ruhe eure Tüte aus und legt euch den Inhalt für den 4.12. bereit. Ah, okay. Das heißt, der Kalender baut ein bisschen aufeinander auf. Also wir haben heute quasi einen Teil bekommen, was wir dann am 4. benutzen werden. Das ist cool. Wer genau wissen will, was er in der Hand hält, kann diese PDF öffnen. Ich öffne das jetzt einfach mal. So, und was haben wir denn da? Da haben wir bedruckbare Vinylfolie. Jawohl, genau. Kann man mit dem Tintenstrahldrucker bedrucken, da wir beides haben, Tinte wie auch Laser, ist das super. Ja, und wenn mir dann die Motive am 4. nicht gefallen, dann kann ich es spätestens am 4. für das verwenden, wofür ich möchte. Ja, finde ich cool, ist gut durchdacht, gefällt mir sehr gut. So. Das kann auch an die Seite und wir bleiben gleich mal hier auf der Internetseite, weil ich habe hier oben mir schon das nächste aufgemacht und zwar ist das der Adventskalender von Tante Plotter. Auf den freue ich mich besonders, weil ja, ich ihre Dateien sehr gerne mag und ja, ich bin riesen gespannt, was denn sich hinter diesem Türchen verbirgt. Da schauen wir mal rein. Und Blumen lächeln. Ich guck mal, hier ist eine PNG. Ah ja, Blumen sind das Lächeln der Erde. Okay, ist jetzt nicht so unbedingt mein Lieblingsmotiv, würde ich sagen, aber es ist schön, doch. Also das mit einer ganz bunten Folie. Ich würde den Spruch, glaube ich, entweder weglassen oder die Schriftart zumindest ändern. Ah, das geht natürlich nicht, aber ja gut, ich kann ja die Schriftart. Die Schrift rauslöschen und mir dann selber den Text mit einer anderen Schriftart drunter schreiben. Blumen sind das Lächeln der Erde. Ja, schön. Ja, wie gesagt, wenn ich das jetzt hätte aussuchen können, hätte ich es mir vielleicht nicht unbedingt ausgesucht, aber ich finde es trotzdem schön. Und wie gesagt, mit einer schönen Folie, mit einer schönen bunten Folie auf einem schwarzen oder weißen Shirt kommt das bestimmt richtig gut. Okay, dann kann das aus. Dann Plotter Marie kann auch aus. Und dann habe ich noch, das habe ich euch nämlich vergessen zu erzählen, ich hatte mir noch einen Kalender gekauft von Tintenrebell. Genau, und ja, den öffne ich auch direkt mal. Und auch da haben wir wieder eine NPG. Okay, und hier haben wir so einen Jungen, einen Astronauten, ich weiß nicht, was das genau darstellt, einen Junge mit Kopfhörern, der Musik hört und einen Stern vor sich hochwirft. Ja, ist ganz niedlich. Für meine Freundin, der Sohn, dem könnte das vielleicht gefallen. Ich selber habe ja keine kleinen Kinder, deswegen ist es jetzt für mich nicht so mega interessant. Und ich wundere mich ein bisschen, bis auf den Stern ist es hier nicht so ganz weihnachtlich und auch die Blumen fand ich nicht so ganz weihnachtlich. Aber okay, macht ja nichts. Muss ja auch nicht immer nur für Weihnachten sein, man kann ja fürs ganze Jahr eigentlich machen. So, und nun
mache ich mal hier dieses rote Bändchen ab. Das ist hier auch noch sehr gut verschnürt. Das Bändchen kann ich nachher dann bestimmt noch mal weiterverwenden, so lang wie das ist. Und aber erstmal gucken wir natürlich jetzt in die Post. Ich gucke mal, ob ich das jetzt alleine lese oder ob wir das zusammen machen. Also die Karte zeige ich euch auf jeden Fall. Hier ein Hey mit einem Faultier, weil sie weiß, dass ich die total gern mag, die Faultiere. Und hier sind noch, hat sie bestimmt mit, ach scheiße, wie heißen die Dinger jetzt? Ah, ich komme nicht drauf. Ich habe sie hier stehen, da, Novodwops. So, mit den Dingern hat sie das bestimmt gemacht, nehme ich an. Wissen tue ich es nicht. Ich guck mal, hier sind noch mehr, hier sind noch dunkle, habe ich gar nicht gesehen im ersten Moment. Und hier sind nochmal auch grüne. So, oh ja, okay. Hallo meine Beste. So, hihi, dies ist mein Kalender für dich. Dieses Jahr gibt es etwas weniger Schoki und dafür zusätzliche Kleinigkeiten. Dieses Jahr musst du aus dem Buch die Seite suchen und dann das Motiv des Päckchens. Die Sprüche gefallen mir sehr gut. Die kannst du entweder vorlesen oder für dich behalten. Tut mir leid, falls ich dir damit zu nahe getreten bin. Okay, mir ist bewusst, dass jeder seine eigenen Textstellen toll findet. Ich wollte dir damit aber auch zeigen, dass du und alles, was du, was und alles, was dazu gehört, mir wichtig ist. Ich knutsch dich. Ach cool, ich schnall. Sie hat mir Bibelstellen rausgesucht und hat da, also ich zeige euch nachher mal ganz kurz, ich wollte euch jetzt das ganze Riesenpaket nicht wieder hierher packen, weil, ja, habt ihr ja gesehen bei der Vorstellung, dass das wirklich ein Riesenklopper ist. Und da, auf diesen Päckchen sind immer kleine Bildchen und anscheinend hat sie zu diesen Bildchen Bibelsprüche sich ausgedacht, also das nehme ich jetzt mal an. Und hat dazu dann hier wieder was gemacht. Jetzt gucken wir mal in dieses coole Buch. Also ja, erstmal hat sie natürlich hier sich riesen Mühe gemacht und hat hier so ein Buch, was man auch super wieder weiterverwenden kann. So, und jetzt muss ich... Ah, okay, die sind hier nicht nach der Reihe. Ach, das ist cool, genau, okay. Die sind nicht in der Reihenfolge, sondern man muss jetzt hier ein bisschen blättern. Das ist die 6, die 12, die 24, die 1. Da haben wir, so seht ihr es, da ist die 1. Und hier habe ich jetzt ein Zettelchen. Achso, und sie hat das Bild schon mit da drauf gemacht, was auch dazugehört. Und hat aber jedes Mal eine Bibelstelle rausgesucht. Und das finde ich total cool, also richtig cool. Da merke ich direkt, dass was bei dir ankommt von dem, was ich dir so erzähle. Macht mich sehr stolz gerade. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Psalm 28, 7. Ja, Mensch, richtig, richtig cool. Und du hast dir super viel Mühe gemacht. Erstmal das Raussuchen, dann das, naja, gut auf. Ins Dings reinkopieren ist jetzt vielleicht noch nicht so wild, aber ausdrucken, ne, und alles dann zuzusortieren und also da gehört schon ein bisschen Arbeit auf jeden Fall dazu. Freue ich mich und ich brauche heute dieses Päckchen mit diesem Pinguin und das werde ich jetzt kurz suchen und da mache ich euch ganz kurz auf Pause. Uiui, gleich am ersten Tag so ein Riesenteil. Es ist flauschig. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Decke, ein Kissen oder irgendwie sowas ist. Und ich bin immer so toll. Ne? Wir haben uns ja gegenseitig Wunschlisten geschickt und haben dann gegenseitig halt die Sachen bestellt. Wir haben halt einen Wert ausgemacht und dann haben wir die Sachen halt, wie gesagt, uns die Listen zugeschickt. Und dann hat der andere Sachen bestellt und der jeweils andere weiß nicht, was drin ist. Genau. Ja, und ich erinnere mich an nichts, was flauschig war. Oder was Flauschiges? Egal, ich pack's aus. Also es könnte jetzt, könnte auch ein Kuscheltier sein. Vielleicht ist es auch ein Faultier. Wer weiß. Könnte aber auch eine Decke, ein Kissen oder irgendwas sein. Ich pack mal aus,
aber ich mache es ein bisschen spannend wenigstens. Und weißt du, was ich auch cool finde, dass ich jetzt doch was zu lesen habe? Weil ich hatte ja sonst immer den 3-Fragezeichen-Adventskalender. Und da musste ich ja immer lesen. Und das fiel dieses Jahr weg, weil ich wollte den nicht wieder haben. Der ist halt, ja, er ist toll für Kinder, aber also dieser Krimskram, die Geschichte dahinter finde ich auch immer ganz nett. Aber die Sachen, die da drin sind, das ist halt nichts. Ne? So, ich lüge schon mal frech rein. Das ist ein Kissen. Ich würde stark behaupten, das ist ein Kissen. Und ich würde behaupten, es ist vielleicht ein Totoro-Kissen. So ein ähnliches habe ich nämlich schon unten. Ei. Beides außen und innen noch nicht gewaschen. Achso, okay, ja, das macht ja nichts. Beides? Achso, ja, das Kissen, die Füllung und den Bezug meinst du wahrscheinlich. Bin ich echt gespannt, was da drauf ist. Ja, ich finde es richtig cool. Genau dieses Kissen habe ich schon. Das macht aber überhaupt nichts, weil das total schick ist und jetzt habe ich eins rechts auf dem Sofa und eins links auf dem Sofa. Total cool, cool, cool. Vielen, vielen Dank. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall drauf kuscheln. Ja, ihr Lieben, das war schon mein Adventskalender. So, ihr Lieben, weil mich meine Hand im Hintergrund immer genervt hat auf dem Tisch, habe ich mich mal ein bisschen größer gemacht und dann kann ich mich auch mehr auf die Kamera fokussieren. Und ja, sehe euch besser. Oder ihr seht mich besser. Besser gesagt, ich sehe euch ja nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, schönen ersten Advent oder überhaupt eine schöne Adventszeit. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Und ja, erfreut euch an den Dingen, die da kommen. Genau. Und ja, auch wenn jetzt wieder diese Lockdown-Situation ist, wir sind alle guter Dinge, dass sich das bald auflöst und wir wieder frei rumlaufen können und dass wir auch diese Masken loswerden, wäre sehr toll. Genau, also habt euch wohl, lasst euch nicht unterkriegen und genießt einfach die Adventszeit. Tschüss, ihr Lieben.